Hallo und herzlich willkommen zur 339. Folge Let's Play Minecraft Staffel 6 hier mit den Cedric Elsos TV. Und wir sind immer noch in den Cedric Elsos. Nicht wieder in alte Muster verfallen, ja? Wir sind immer noch auf dem Weg nach Himmelsstern, der Hauptstadt Orientaria. Und da baut der liebe Sonnenschein. Und er ist auch gerade da mit ganz vielen anderen Leuten. Ist der Delfin noch nicht mehr da? Doch, da ist er. Ganz viele und nein. Bitte sagt es nicht. Oh, das ist schon wieder ein Dorf. Schaut es euch an. Da ist ein Dorf. Habe ich das auf der Karte markiert? Ja, das ist drauf. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ich möchte mit diesen Dörfern nichts zu tun haben. Und da ist ein Mojangsberg. Das ist eine ganz schöne Zeituhr hier. Ach nee, doch nicht. Wollte gerade sagen. Aber das schaut auch nicht schlecht aus mit diesem Loch in der Mitte. Aber das wird mit dem nächsten. Den nächsten Chunk Loadings anders aussehen. Oder auch doch nicht. Müssen wir durch den Berg durch? Boah, es schaut da Premium aus. Guckt euch diesen Berg an. Der Shit. Das ist doch der Shit. Die Musik passt doch irgendwie gerade. So urwaldmäßig hier. Durch neue Gefilde, fremde Welten. Boah, da können wir unten drunter durchlaufen. Herrlich. Hier gibt es auch grobe Erde. Sehr schön. Gefällt mir sehr. Hier ist wirklich ein großes Biom. Hier sind Schafe. Und wir müssen den Hang hoch. Guckt euch mal die Berge an. Ist das nicht genial? Von hinten schaut es auch nicht schlecht aus, vor allem hier der Schatten. Einfach nur der Hammer. Machen wir immer ein paar Fotos, wenn das Bild mal kurz weg ist hier. Autsch. Hätten wir uns auch ins Boot setzen können, ne? Fällt mir gerade auf. Wenn wir immer die ganze Zeit hier über die Flusstäler laufen müssen, beziehungsweise schwimmen. Zack, zack. Ja, wer es nicht weiß, der liebe Ansgar hier, der ja auch gerade eingeblendet ist. Jetzt ist einer weniger. Der Enrico ist weg. Okay. Der macht ein Praktikum beim Sonnenschein. Übrigens war das gerade sehr dämlich, so in die Richtung zu laufen. Man kann so, aua, zurücklaufen. Oder ich laufe einfach in die Richtung weiter. Das bringt uns näher ans Ziel, als andersrum zu laufen. Geht das nach oben? Das nicht, aber der hier. Aber nicht in unsere Richtung. Okay. Alles klar. Nein. Wir verschwenden schon wieder ein wenig Zeit. Hier können wir hoch. Noch mal hier hoch laufen und buddeln wir uns den Weg frei.
wir sind mal oben angelangt. Zack. Auf dem Hochplateau. Lava. Oh, hier ist ein Dschungel? Alles klar. Guck mal, hier ist ein Steg. Da kann man nach unten springen. Sollen wir uns das trauen? Das wäre eigentlich ein perfektes Foto, ja? Zack. Und heppa! Platsch! Zack, von da oben sind wir gesprungen. Hätten eh springen müssen. Da hätte kein Weg dran vorbeigeführt. Müssen jetzt hier drüben nur ans Ufer kommen. Vorne, wenn es geht. So langsam schwimmen ist anstrengend. Aber jetzt tun wir ein bisschen durch den Dschungel hasten. Und hier können wir mit dem Boot drüber. Das passt auch. Zack. Hier können wir mit dem Boot drüber fahren. Über diesen schönen See. Wirklich sehr schön gelegen. Und ich werde das fahren. Wir können das auch mal mit der Spitzhacke probieren. Da geht das auch. Mit Spitzhacke geht das auch. Wir testen jetzt ein bisschen was aus. Als nächstes ist die Axt dran, dann die Schaufel. Mal sehen, was am besten klappt. Wir müssen noch bis dahin schaffen, aber hier vorne ist doch schon wieder der nächste See. Da können wir dann mal was anderes ausprobieren hier. Was noch fehlt, sind Dschungel hier, Dörfer. Die sind auch ein bisschen anders gestaltet wahrscheinlich. Können wir jetzt wieder viel und schnell Wegstrecke im Dschungel direkt hinterlegen. Also ein großer See. Vorne ist auch ein Fluss. Fahren wir gleich um die Ecke. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Die Hälfte haben wir schon geschafft. So, hier sind Melonen. Und jetzt machen wir das Ganze mal mit der Axt. Lassen die hier hochfahren und schwupp, das funktioniert auch. Und weil wir es können, können wir es dann nochmal zack, mit der Schaufel probieren. Lassen die hier rausfahren und zack. Okay, es geht mit allen Werkzeugen. Man muss nur die richtige Technik anwenden. Hier sind ganz viele Farne. Hier sind Hühner, die töte ich jetzt aber mal nicht. Ganz schnell aus dem Dschungel raus eigentlich. Hier sind Berge. Jetzt gehen wir ja eigentlich wieder in den Dschungel rein, so ein bisschen. Aber wir gehen ja außen rum so ein bisschen. Jetzt haben wir noch ein Setzling bekommen. Unnötiger Ballast im Inventar. So nennt sich der Krust, nicht wahr? Zack. So, jetzt. Aber hier hinten ist ein Fichtenbiom, das gefällt mir sehr. Oh. Hab schon gesehen, dass es nichts wird. Warum sprintet der denn jetzt nicht mehr? Wollte gerade sagen. Bin doch volles Essen, ja? Bin überhaupt nicht hungrig. So. Wenn wir dann in Orientaria angekommen sind, können wir dann mal kurz ein Telegramm nach Nordwen schicken über Brieftaube. In den Handelsrat, der die Waren dann so Stück für Stück per Karawane oder per hier Handelsschiff
Industrieschiff nach Orentaria bringt. Wir müssen aber erstmal gucken, ob was Orentaria überhaupt alles besitzt. Das wissen wir ja alles nicht. Und es wird auch schon wieder Nacht, sehe ich gerade. Ich verabschiede mich schon mal von dieser Folge und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin Sadie Erstes vom Südostenbereitischen Fernsehen und ich gehe jetzt schlafen. Und zwar auf diesem Berg. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.